Der Nils. Also nicht ich rede, wir haben immer wieder miteinander geredet. Er hat auch mit anderen geredet, mit Jochen, mit Jochen Seier und Clemens oder mit, und mit seine. Also das Wichtigste ist die Gespräche mit seiner Familie, mit seiner Frau und mit seinen Freunden. Und dann ist er einen Tag, bevor er es jetzt bekannt geben wollte, zu mir gekommen und hat es mir gesagt. Es ist eine schwierige Entscheidung natürlich, weil Denise jetzt so lang so gut Fußball gespielt hat und er das so wahnsinnig gern tut und man jeden Tag in der Kabine ist und mit den Jungs auf den Platz gehen kann und so und viel erlebt hat. Eine großartige Karriere, großartige Weg gemacht, finde ich. Nationalspieler geworden, Olympia, bei uns Tore geschossen ohne Ende. Total integrative Faktor in der Mannschaft, einfach ein sehr, sehr guter Typ. Von dem her schwierige Entscheidung, weil natürlich hätte er sagen können, jetzt gehe ich nochmal vielleicht irgendwo anders hin und zeige da nochmal, wie ich treffen kann. Andererseits hätte er jetzt ein gewisses Alter, er ist gesund, toi toi toi, ziemlich gesund, hat nicht viele schwere Verletzungen gehabt. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Und jetzt sagt er, es war genug und er tritt ab, so wie wir ihn alle kennen, eigentlich im Moment, wo man sagen könnte, ja, eigentlich könnte ich vielleicht nochmal ein Jahr oder ich verändere mich nochmal oder ich gehe da oder dahin oder ins Ausland. Aber ich glaube, er ist mit sich im Reinen und das ist das Wichtigste für mich. Also ich bin nicht entscheidend, aber für mich fühlt sich so an, wenn ich kenne den Nils jetzt auch ein bisschen, ich glaube, es ist das Richtige. Ich glaube, er macht genau das, was er gefühlt hat in sich und das, was am stärksten war. Für uns wird es ein großer Verlust, weil er sowohl menschlich als auch sportlich, weil er natürlicher Spieler ist. Heute haben wir ein paar Abschlüsse gemacht, wieder im Training. Wenn du Abschlüsse machst, hast du in jedem Training, seit wir zusammenarbeiten, wir arbeiten schon viele Jahre zusammen, gibt es Tore, die sind so schwer, Abschlusssituationen so schwer, jetzt mal ohne Gegenspieler, wo der Nils macht, in jedem Training, kann kein anderer. Er ist so gut technisch und er hat so eine schnelle, gute Entscheidungsfindung, je nach Positionierung, wie er steht oder wie der Ball kommt oder wie scharf er ist oder wie angeschnitten er ist und wie er steht, er hat immer die beste Lösung sofort auf dem Tablett. Und dann ist sie entweder drin oder er trifft sie mal nicht richtig. Aber in jedem Training, kein Witz, in jedem Training macht er Tore, sind brutal. Und das fehlt. Und auf dem Platz natürlich dann auch. Und für die, die es abschauen können, weil ich sage manchmal, wenn mir einer was fragt von der Junge, sage ich, schau ihm zu und lern, wie du dich positionierst, welche Schärfe du dem Ball gibst und so weiter. Gleicher. Ich finde echt, in der Beziehung war der Nils, ist ein großes Wort, ich finde echt, in der Beziehung war er Weltklasse. Das finde ich.